Petri und willkommen zurück zu Ultimate Fishing Simulator 2. Ich grüße euch. So, Freunde, wie versprochen, wir gehen jetzt nach Kiel. Und ich habe mal eingestellt, Nacht. Wir werden mal nachts und bewölkt hingehen. Ich habe einfach Bock, jetzt mal ein bisschen rumzuprobieren. Ich hoffe nur nicht, dass es jetzt zu dunkel ist für die Aufnahme auch. Und dann werde ich das natürlich wieder ändern. Aber mal nachts und dann mit dem weiß-roten Köder, der ja dann doch so ein bisschen Leuchtkraft ausstrahlt. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir da vielleicht ein bisschen Glück haben, da irgendwas zu fangen. Da müssen wir mal gucken. So, ja, letzte Folge, naja, das war jetzt nicht so. Also europäische Hausen haben wir da gefangen und das war's aber auch, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier nachts aussieht. Ajo, das sieht ja mal übelst nice aus. Das sieht ja mal übelst nice aus. So mit ein bisschen indirekte Beleuchtung hier, ne? Schon nicht schlecht, aber wie sieht denn das aus? Seht ihr was? Ich muss jetzt erst mal Ausrüstung gucken. Die 1, wir wollen den weiß-roten. Ich will das jetzt unbedingt ausprobieren. Wenn das jetzt natürlich auch nichts wird, dann gehen wir natürlich wieder zurück, ist klar. Also nicht zurück, sondern dann machen wir Tag. Ja. Aber ich will unbedingt das jetzt hier testen. Weil guck mal, wie schön der leuchtet. Oh, ist das nicht geil? Ich leiere schon die ganze Zeit ein. Das dauert immer eine Weile, ehe der dann aktiv wird. Zug auf 100%. Uiuiui, das darfst du nicht machen. Gleich mal runter auf 70. Meine Herren. Okay, krass, ne? Er bleibt auf 1,50 auf jeden Fall. Schon nicht schlecht. Wir schmeißen hier zwei, dreimal aus, gucken, was passiert. Wenn nichts passiert, na dann, ne, ist klar. Aber ich wollte es einfach jetzt mal testen. Mal gucken mal, wie schön der leuchtet. Dass da nichts beißen soll. So, okay, gleich wieder raus. Also hier in Kiel wissen wir ja. Also nicht jeder Wurf ist gleich ein Biss, ist klar. So. Ich weiß gar nicht, ob man die Fische überhaupt rechtzeitig sieht. Das ist auch noch so die Sache. Wenn jetzt hier was draufkommen sollte, können wir ja gespannt sein, ne? Sieht echt nicht so aus, als ob wir hier vielleicht Erfolg haben. Das ist natürlich schade. Wir geben aber noch nicht auf, ne? Ich meine, bei Nacht ist natürlich jetzt, ich glaube, für die Aufnahme ist es ein bisschen blöd, ne? Ah, müssen wir mal gucken. So, nochmal. So. Aber gucke hier. Hier geht er auf 1,50 und bleibt konstant da unten, ne? Schon echt krass. Wer hätte es gedacht? Ansonsten, wir wechseln auch gleich den Standort dann mal. Kann auch daran liegen, dass der Standort jetzt hier nicht das Richtige ist, ne? Ich glaube, ihr habt ja da auch in die Kommentare geschrieben, ich soll den anderen Standort nehmen. Naja. Aber interessiert hier überhaupt niemand. Ich glaube, hier bei Nacht irgendwie schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also hier beißt nichts. Okay, pass auf. Wir gehen mal zur 3. Und schmeißen dann nach rechts. Haben wir nicht irgendwie eine Taschenlampe? Jo, wir haben doch eine Taschenlampe. Mensch, jetzt ging auch noch mal. Auf F haben wir doch die Taschenlampe, Freunde. So, dann schmeißen wir mal dahin. Ist natürlich jetzt für mich hier nicht so das, was ich möchte. So. Einfach mal gucken, ne? Einfach mal gucken, ob das was bringt. Ja.
glaube, nachts hast du überhaupt keinen Stich. Ich glaube, das ist dann eher so was für die ruhigen Gewässer, wo du auf Karpfen und so gehst. Da hast du vielleicht Glück, dass du nachts irgendwas fängst. Oder Aal. Aal wäre natürlich. Pose mit Wurm und dann offen auf Aal. Das wäre natürlich die Idee. Wo gibt's denn Aale? Oh, da hätte ich Bock drauf. Ich habe Bock, mit euch einen Aal zu fangen. Ey, ohne Witz, ich habe echt gerade so übelst Bock, mal einen Aal zu fangen. Weil ihr, sorry, aber das ist leider nichts. Probieren Sie mal die Richtung nochmal. Aber ich glaube, da haben wir auch kein Glück. Schade, aber guck mal, der hat so eine schöne Leuchtkraft. Und das war halt so jetzt die Idee dahinter. Dass der vielleicht, wenn der so ein bisschen leuchtet, ne, so ein bisschen Ausstrahlung hat, dass er da doch vielleicht so... Oh, sieht gerade echt nicht gut aus. Also hätten ja schon mal mindestens einen Fisch haben wir. Hier siehst du doch gar nichts rumschwimmen. Gibt's doch gar nicht. Was habe ich gerade gesagt? Okay, das ist auf jeden Fall ein Kabeljau. Und das scheint ein größerer zu sein. Also irgendwie habe ich hier gerade ein übelstes Geräusch. Da können wir gerade nicht helfen. So, wir gehen mal auf 100%. Dass wir den rauskriegen. Alter, stell dir vor, jetzt haben wir so ein Monster-Kabeljau dran. Alter Falter, das wäre ja geil. Aber ich find's schade, ey, man sieht nicht mehr, was die anderen so fangen. Oh, ich hoffe, das kriegen die ganz schnell hin. Sonst, das wäre echt nicht schön. Ey, wenn wir den Fisch draußen haben, muss ich mal kurz die Kopfhörer ab. Hier ist irgendein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob das von draußen kommt. Hört sich an, als ob sich hier eine Ratte kratzt oder so. Oh, Junge. Ja, aber den kriegen wir raus. Sehr schön. Ey, wir haben unseren ersten Fisch nachts gefangen. Wer hätte es gedacht, Leute? Sehr nice. Oh ja, schönes Tier. Das ist ein schönes Tier. Jetzt haben wir. Sehr schön. Und? Und nur ein Zweier, okay. Ist jetzt nicht so groß. Und da hat man schon größer. Aber hier, ne? 1022 XP, 769. Alles halt die andere Seite jetzt, ne? So, warte mal ganz kurz. Okay. Ja, ich glaube, unsere Waschmaschine hat sich verabschiedet. Also entweder ist da irgendwas Gürtelmäßiges drin oder es ist die Waschmaschine, die kaputt ist. Ach Mann, diese Waschmaschine, ey, ehrlich. Ich meine, gut, die hat ihr Alter. Die ist, lass mich lügen, 6 Jahre. Sagen wir, für eine Waschmaschine 6 Jahre ist eigentlich schon relativ gut, ne? Also man hört sie schleudern, aber irgendwie mit so komischen Klacken. Ich denke mal, es ist Gorilla oder so. Naja. Din, 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 din. Ja, das wäre natürlich absolut nicht gut. Waschmaschine kaputt, kostet einen Haufen Geld. Das ist das, was keiner hat. Geld. Ah, Mann. Was soll's? Ändern kannst du es ja auch nicht. Ne? So, aber wir haben ein Kabeljau haben wir gefangen. Ich bin der Hoffnung, dass wir vielleicht noch einen fangen.
nicht. Ja, ist jetzt die Frage, ist es jetzt am Tag besser oder ist es jetzt nachts gut? Ich weiß es nicht. So. Schauen wir mal. Ich würde es ja gerne noch mal ein bisschen am Tag probieren. Um zu gucken, ob wir da vielleicht mehr Chancen haben, weil Stören so gibt es ja auch. Guck mal, da kommt doch der Nächste. Moin, grüß dich. So. Oh, oh, oh. Leute, das ist auf jeden Fall ein großer. Also den auf 100%. Da hätte es mir fast jetzt wieder die Rolle kaputt gemacht. Okay, das wird eine Weile dauern. Wir gehen mal auf 90. Ja, mit 90 können wir jetzt versuchen. Oh, den müssen wir kaputt spielen. Oh, ich möchte den raus haben. Den möchte ich auf jeden Fall raus haben. Ja, jetzt haben wir gerade, also jetzt haben wir gerade so am Rande, wo er sich kaputt kämpft, ne? Das merkst du. Man merkt das eigentlich auch richtig gut. Also hier ist echt jetzt so, na mein Junge, jetzt musst du kämpfen und dann, wenn du platt bist, bist du platt. Da können wir aber nicht runter, warte mal, ich muss mal. So. Jetzt haben wir auf 100%. Jetzt muss man halt ein bisschen aufpassen. Sollten wir ins Rote kommen, müssen wir natürlich reagieren. Ist klar. Ja, er zieht an. Nein, geht nicht ins Rote. Noch nicht. Nein. Oh, schön, wenn wir den rauskriegen, das wird ein Monster. Das gibt auch gut XP im Geld, ne? So. Oh je. Ah, jetzt hat er nochmal Dunst. Ah, ich glaube, der ist jetzt schon so langsam, aber sicher nähert er sich dem Ende. Ah, ich komme nicht unter 33, ne? Jetzt mal kurzzeitig. Ja, der hat noch Power. Zwar nicht mehr so wie am Anfang. Ja, du merkst, manchmal hast du dann Phasen, wo du ihn richtig gut rankriegst. Dann musst du ihn halten, dass er sich wieder ein bisschen kaputt spielt. Ah, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja. Mein Freund, du bist das nächste Sparschwein. Ach, schön. So. Nach der Folge gucke ich mal nach der Waschmaschine. Kann auch sein, dass es der letzte Schleudergang. Meistens ist es immer, wenn sie kurz vorm Fertigwerden ist, ne, beim letzten Schleudergang, dann hat sie da irgendwie keine Ahnung. Ja. Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Kann nichts an ihr ändern. So. Na komm schon. Wir gucken dann mal in der nächsten Folge, ob wir schon irgendwo Aale fangen können. Und dann gehen wir mal auf Aal. Da habe ich richtig Lust. Weil ich glaube, irgendwo schon gelesen zu haben, Aal. Jetzt heißt es erstmal den hier rauskriegen. Und das wird ein schönes Tier. Auf jeden Fall. Weil der hat jetzt noch Power ohne Ende. Na, guck mal. Du kommst nicht unter 10 Meter Grad. Der hat immer noch genug Kraft. Das heißt, es ist ein schöner großer. Könnte so ein neuer Rekordfisch für uns werden. Oh, nice. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Vielleicht ein 3, 4 Sterne. Oh, ein 4 Sterne Kabeljau, Leute. Hoho, das wäre der Hammer. Ey, Wahnsinn. Ja. Wir sollten uns vielleicht mal das Set holen mit der Rolle. Und jetzt haben wir draußen. Sehr schön, Leute. Geil. 3 Sterne.
Aber kein neuer Rekord. Wir haben schon mal einen größeren hier gefangen. 1,67 Meter. Ach, schön. 56,48 Kilo. Ja, da kenne ich schon größer. Aber es ist schon top mit einer der Top-Leistungen bis jetzt wahrscheinlich. Hier, 2244 Wenden freigeben wird es, ne? Aber wir brauchen halt noch das Geld. Schönes Tier. Sehr, sehr schönes Tier. So, was haben wir jetzt hier? Kabeljau, Kabeljau. Oh, und beide könnten wir ausstellen, ne? Aber nee, ich brauche das Geld. Guck mal, wir haben jetzt 15.000, das ist gut. Und weißt du was? Weil wir sind in der Folge heute. Ach, guck mal, wenn du draufklickst, siehst du sogar, ne? Die Route, na, die ist jetzt nicht gut, aber die Rolle ist halt richtig gut. Dann hast du hier Medium 14,6, da haben wir auch besser. Und dann hast du hier halt neue, ne? Neue Dinger. Weiß-Rot. Weiß-Rot, Blau-Weiß, Blau-Weiß. Ja. Wie kann ich das jetzt kaufen? Oh, ich hab's gekauft. Entschuldigung. Ach, herrlich. Sehr nice. So, pass auf. Jetzt können wir nämlich hier Ausrüstung. 8 Kilo. Und die hat einfach mal 18 Kilo. Bap. Geil. Schön. Schön. Oh, ich bin gerade so gehypt. Eine neue Spinnrute wäre noch nicht schlecht. Die haben eine 25,9 Kilo. Das wäre die 14er. Also die ist jetzt auch schlechter wie uns. Oh, guck mal, wir haben schon ordentlich was zusammengesammelt. Sehr nice. Mal eine neue Rute noch, wollte ich mal gucken. Warte mal. Wenn wir in Geschäft gehen. Ruten, Spinnruten. Welche hatten wir? Ich weiß es schon wieder nicht. Glaubst du dich das? Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. 11,34 Kilo. 2,74 Meter. 11,34 Kilo. 11,34 Kilo. 11,34 Kilo. So, das heißt, es wäre. Die hier haben wir. Und dann gibt es jetzt die mit 15 Kilo. Dann gibt es die mit 26 Kilo. Was zur Hölle? 27 Kilo? 1,7 Meter. Ne, wenn wir möchte ich längere haben. Hier. Gucke mal. 15, 3,60 Meter. Ach du Scheiße, das sind hier na, die Monsterdinger. Warte mal, hier die 19er. Hier, die sieht eigentlich gut aus. 40 bis 100 Wurfgewicht. 1,98 Meter. 15. Das wäre hier, da würde man schon, ja, einen kleinen Sprung. Hier würde man einen Riesensprung machen. Aber ich glaube, da mit den Köder, weiß ich jetzt nicht. Ich gucke einfach mal. Warte mal. Ausrüstung. So, jetzt fangen wir die richtig großen Fische. So, jetzt hier gleich auf 80 hoch. Wir bleiben in der Nacht. Weil ich finde gerade echt gut, dass wir in der Nacht so gut fangen. Geschwindigkeit. So. Schauen wir mal. 1,50 müsste absinken. Sehr schön. Rute haben wir jetzt richtig gut. Rolle haben wir richtig gut. Guck mal, ein Stör, Alter. Geil. Bap. Okay, krass. Alter, da macht sich ja gar nichts bemerkbar. Jetzt gleich auf 100 hoch, Alter. Geil. Schön. Hier macht sich überhaupt nichts bemerkbar, ne? Weder in der Rute, noch in der Rolle, noch in der Schnur. Nichts. Schön. Na, dann lass uns mal den rausholen. Mal sehen, was es für einer ist. Ich habe ja immer die Hoffnung, wenn wir größeres Zeug drauf machen, dass auch größere Fische drauf kommen. Weißt du wie? Aber wir haben noch andere Köder. Siehst du, können wir auch mal ausprobieren. Jetzt haben wir ja auch richtig andere klasse Köder dazu. Müssen wir mal gucken. Ja, der stört, der hat überhaupt keinen Stich. Juckt unser Equipment überhaupt nicht. Wie krass ist das denn bitte? Sehr, sehr nice.
Na komm schon. Oh, ich bin gespannt, was das für einer ist. Da bin ich jetzt echt gespannt. Naja, brauchst gar nicht abhauen. Ne? Zweierstör, sehr schön. 1,44 Meter, yo. 30,7 Kilo, Alter, Wahnsinn. Gibt eine Menge XP, zwar jetzt nicht so viel Geld, aber, ne? Sehr schön. Nice. So, jetzt wollten wir noch einen anderen Köder. Wie sieht's aus von der Zeit? Haben wir noch? Lass uns mal gucken. Guck mal hier, die haben wir jetzt gekriegt, ne? So, künstlich, Sakura, Dynastik, 95F, schwimmend. Schwimmend. Das heißt, der sinkt ja nicht, ne? Der hier ist S, sinkend. Oh, okay, da müssen wir mal gucken. Ich will den mal. Das ist Level 19. Hehe. Das ist Level 14. Ich glaube nicht, dass wir hier mit Glück haben. Okay, pass auf, ich habe eine andere Idee. Wir gucken nochmal Köder, Kunstköder. Ja, Kunstköder. Und zwar Löffel. Haben wir schon den besten hier. Spinner. Mit Level 5. Ey, die könnten ruhig noch bessere Spinner reinbringen, ehrlich. Glatte Köder. Level 16. Nee, ich brauche irgendwas Besseres. Frische. Hier schwimmen Frische rum, Leute. Manchmal sollen sie mal mit einem Frosch probieren. Ich meine, das Geld ist jetzt, ne? Ist halt nur die Frage, mit welchen? Ich würde ja den hier nehmen, den gelb-roten. Obwohl, wir nehmen den mal. Ja, geh weg. Komm, ich will hier noch die anderen. Elritz, genau, das sind die hier. Den haben wir hier, ne? Den weiß-roten, den haben wir. Und dann gibt es noch ab Level 37, was zur Hölle? Krass, Alter. Okay, das dauert noch eine Weile, ehe wir da hinkommen. Dann haben wir hier die Fliegen, das ist wirklich mehr für Stinksangeln. Das hier ist echt mehr für die Forellen und so. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ist jetzt nicht rund, Wobbler. Hätten wir den 19er. 35. Das ist. Was heißt denn G? Habe ich jetzt keine Ahnung. Ich kaufe den mal noch. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir einmal den Frosch. Den probieren wir jetzt mal. Weil hier schwimmen Frösche rum. Das kann ja so ein Indiz dafür sein, dass wir hier halt Glück haben mit Fröschen, weißt du? Okay, krass. Das ist krass. Okay. Beißt aber da auch was. Kann man da vielleicht ein bisschen runtergehen mit der Geschwindigkeit? Sind wir auf 18? Also immer noch senkrecht. Gehen wir auf 14%. Nee, da wird er nicht mehr. Also hier kannst du auf 18 gehen. Frosch auf 18. Okay, super. Oh, ob wir da Glück haben, irgendwas zu fangen, ich weiß es nicht. Sehr interessant. Aber da haben wir auch mal eine Nachtaktion. Ihr habt ja eh immer schon gesagt, mal nachts gehen, ne? Guck mal hier. Sehr schön, wir haben Fisch. Da ist auf jeden Fall was dran. Sehr schön. So, was haben wir denn hier?
Lass mal gucken. Wir haben einen atlantischen Lachs. Sehr schön. Stufe 2, naja, kann man mitnehmen. Den kann man mitnehmen. 1,6 Meter, sehr schön. Okay, das funktioniert schon mal. Bin gerade im Überlegen, noch den anderen Köder mal ausprobieren, den wir jetzt haben. Wir hatten ja hier den Wobbler, ne? Hier ist der Frosch, hier den hier. Den möchte ich gerne mal noch probieren. Also wir fangen auf jeden Fall auf den Frosch, Lachse und sowas schneller. Sehr nice. Beim Wobbler müssen wir jetzt auch gucken, wegen der Geschwindigkeit einstellen, ne? Ist klar. Sinkt der ab? Der sinkt ab, ne? Okay, der geht aber auch 18%. Ja, ich würde auf 22 würde ich gehen. Jetzt bin ich gespannt. Ist halt so ein bisschen, auch ein bisschen rumtesten jetzt, ne? Oh, der sieht so schön aus im Wasser. Oh, herrlich, der gefällt mir richtig gut. Ich mag den. Echt ein schönes Ding, der Wobbler. Dim, 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 dim. So, wenn ich jetzt... Ah, genau, da musst du dann warten. Langsam heben und sinken. Guck mal, wie schnell der sinkt, ne? Ich glaube, den musst du absinken lassen. Den Wobbler musst du absinken lassen. Das dauert aber auch, ne? Ja, die hier sunken sind Wahnsinn. Gerade Bucky, merkst du das? Er sinkt zwar weiter, aber irgendwie sieht das hier ein bisschen komisch aus. So, lass mal reinholen. 6 Meter soll mal reichen. Wir hätten den vielleicht schon eher absinken lassen müssen, ne? Ja, komm. Hau noch mal raus. Lass den dann mal absinken da hinten. Los, einmal versuchen wir es noch. Und dann gucken wir mal, in nächste Folge gucken wir mal, dass wir vielleicht einen Aal fangen. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. So. Jetzt sinkt er auch ein bisschen schneller. Na, 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 na. Ach ja. Auf wie viel Meter gehen wir runter? Auf 8, oder? Lass mal auf 8 sinken und dann gucken wir mal, was wir dabei rumkriegen. Ob überhaupt was beißt auf dem Wobbler, das weiß ich hier nun auch nicht, ne? So, 3, 2, 1, los. Ich kurbel schon ein. Dauert einen Moment. Ich kann mal kurz schneller machen. Mach ich schneller? Ich weiß gar nicht. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, und so ab 5 Meter würde ich ihn dann nochmal sinken lassen. Falls wir noch nicht so nah ran sind. Oh, da hinten ein Aal. Hier gibt es doch Aale drin. Hier, ist das ein Aal? Ich weiß nicht, war das jetzt ein Aal oder nicht? Also müssten wir ja hierher. Hier mit Pose und Regenwurm und dann auf Aal. Wäre jetzt so meine Vermutung. Aber ich gucke nochmal. Ich gehe nochmal raus, lese mal nochmal durch, was es hier für Fischarten drin gibt. Und dann gucken wir in der nächsten Folge. Ist übrigens heute die Sonntagsfolge. Schönen Sonntag an euch alle. So. Das kannst du wieder einleiern.
Ja, es ist halt jetzt gerade so, ne? Also mit dem Wobbler bin ich. Ich meine, der Wobbler sieht übelst geil aus, ne? Finde ich echt nice. Aber der Erfolg, mit dem hier was zu fangen, wird wahrscheinlich sehr gering sein. Nee. Da werden wir nichts rausholen. Leider eigentlich, ne? Wie unscharf das gerade ist, ne? Ist krass. Nee, Freunde, da haben wir leider kein Glück mit dem Wobbler. Egal, haben wir eigentlich was im Fischernetz? Jo. Stör und Lachs. Sehr schön. Und wie sieht's aus? So, guck mal, wir sind schon an der Hälfte ran vom nächsten Level. Einmal frei. Aber wie gesagt, das dauert halt noch eine Weile, ne? So, ich würde sagen, nächste Folge, wie gesagt, machen wir mal auf Aal. Ich gehe schon mal zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht Glück haben, einen Aal zu fangen. Und ja, ansonsten habt noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Die nächste Folge kommt aber erst am Dienstag, ne? Denkt dran, hatte ich ja in der letzten Folge anfangs erklärt, dass ich jetzt ab kommender Woche immer im Wechsel Way of the Hunter und Ultimate Fishing bringe. Einfach um auch mir ein bisschen den Stress zu nehmen und trotzdem zu gewährleisten, dass halt täglich eine Folge kommt. Ja, aber halt im Wechsel. Ich denke mal, da fahren wir alle mal richtig gut. Und man merkt das dann vielleicht auch ein bisschen, ja? So, dann habt einen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao.